Für seine Eröffnungsfeier der Handballsaison 22/23 hatte sich der SV Grün-Weiß Schwerin e.V. eine besondere Kulisse ausgesucht. Den Schweriner See, den Heidensee und den Ziegelsee. Mit der Weißen Flotte Schwerin ging es für Kader, Funktionäre und Partner des Vereins sowie weitere Würdenträger des Sports am Abend des 18. August aufs Wasser. Nicht zum ersten Mal. Ich glaube, wir haben letztes Jahr ein gutes Zeitfenster für unseren bayerischen Abend hier auf der Weißen Flotte gehabt. Da hatten wir schon eine gewisse Vorkenntnis. Deswegen ist es uns leicht gefallen, dass wir hier auch auf einen verlässlichen Partner treffen. Und deswegen war es relativ simpel, die Veranstaltung auch vorzubereiten. Auf der Agenda standen die Vorstellung der Handballerinnen aus dem Kader der ersten Mannschaft und Interviews rund um das Vereinsgeschehen mit den Funktionären von Grün-Weiß. Ich glaube, es ist für alle Seiten etwas Besonderes. Die Mädels, wir haben viele junge Spielerinnen mit dabei, die sowas noch gar nicht kennen, jetzt hier auch im Fokus zu stehen vor den Partnern, die uns quasi das Handballspielen ermöglichen durch ihre Sponsorenbeiträge, aber auch eben halt der Schulleiter vom Sportgymnasium ist mit dabei. Viele Spielerinnen sind auf dem Sportgymnasium oder waren auf dem Sportgymnasium. Wir haben Leute aus den Verbänden hier, die uns all das ermöglichen. Ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, Danke zu sagen. Noch befinden sich die Frauen von Grün-Weiß in der Saisonvorbereitung. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Saison. Wir wissen, dass es nicht einfach werden wird. Ich denke, wir sind auch gut vorbereitet, sind gut aufgestellt. Wir haben ein paar verletzte Spielerinnen gehabt, die jetzt allmählich wieder zurückkommen. Wir haben natürlich auch einige Abgänge zu verkraften, die auch schwer wiegen. Aber ich denke, wir haben mit vielen jungen Spielerinnen den Kader aufgefüllt, die sich entwickeln können, die sich entwickeln müssen am Ende des Tages auch. Aber im Großen sind wir, glaube ich, oder haben wir das Glück, dass alle zusammengeblieben sind. Den Spielerinnen bleiben noch 2 Wochen bis zum Saison- und Heimspielauftakt am 4. September gegen MTV Heide. Also Leinen los und auf in die neue Spielzeit.